Willkommen zurück zu einer weiteren gerechten Folge Starfield. Freut mich, dass du da draußen wieder mit am Start bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Die Crimson Fleet wurde von uns quasi eliminiert. Wenn ihr da draußen mich ein wenig unterstützen wollt bei meinem Schlachtzug des Todes, dann lasst auf jeden Fall eine kleine Bewertung da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und wir müssen jetzt Bericht erstatten. Und wo müssen wir dafür hin? Dafür müssen wir hier hin. Docken wir mal an, bevor mein Schiff auseinanderbröselt, weil ich so ein extrem guter Pilot bin. Angeblich hat die Constellation viele neue Dinge gesammelt. Uralte Dinge. Meinst du, die Leute merken das irgendwann? So doof wie die Menschen sind, wahrscheinlich nicht. Nein. Die werden es wahrscheinlich nicht merken. Das war toll geflogen. Du hast dir heute deine Flügel verdient. Dankeschön. Danke. Ich wollte nur meinen Beitrag leisten. Ach, der meinte gar nicht mich. Ich dachte, ich krieg auch mal ein bisschen Lob. Hey, cooler Typ. Hast heute echt was dazu beigetragen, dass die Welt ein besserer Ort ist. Ah, ist das für mich oder ist das Sarkasmus? Das ist doch Sarkasmus. Das ist doch so ein sarkastisches Klatschen. Ist das für Andrea oder ist das für mich? Oh Mann, Jungs. Ach, das wäre doch nicht nötig gewesen. Jo, was geht? Soldat, wir können uns wohl beglückwünschen. Durch diesen Schlag ist das Ende der Crimson Fleet so gut wie besiegelt. Aber so sehr ich auch mit der Siegesfeier anfangen will, streng genommen müssen wir die Operation erst noch abschließen. Und in diesem Sinne, Lieutenant, was gibt es Neues? Commander, die Berichte treffen ein. Delgado und Shinya Foss wurden gefangen genommen. Zudem sichern unsere Leute jetzt den Schlüssel, bis die United Colonies entschieden haben, was damit geschehen soll. Und Neva Mora? Soweit wir wissen, führte Neva einen Angriff auf die Vigilance an. Seitdem haben wir sie leider aus den Augen verloren. Sieht aus, als wäre sie entkommen. Ihr aktueller Aufenthaltsort ist unbekannt, aber ich habe ein Einsatzteam darauf angesetzt. Alles in allem ausgezeichnete Nachrichten, Lieutenant. Ich muss zugeben, dass mir zum ersten Mal in 7 Jahren... die Worte fehlen. Was ist mit dir? Das war sicher nicht leicht. Bist du noch bei Kräften? Das solltest du auch sein. Du hast für die UC in kurzer Zeit mehr getan, als viele Menschen in ihrem ganzen Leben. Dein Gesicht sollte auf den neuen Rekrutierungspostern vom MAST zu sehen sein. Es war nicht ganz leicht. Aber ich habe beim MAST ein paar Gefallen eingefordert, damit du deinen Anteil am Vermächtnis erhältst. Nenn es Belohnung, Zeichen der Wertschätzung, wie auch immer du willst. Doch du hast dir jeden einzelnen Credit verdient. Die Fleet auszulöschen ist Belohnung genug. Aber ich beklage mich nicht über die zusätzlichen Credits. Danke mir noch nicht. Hätte ich allein entschieden, würdest du deutlich mehr bekommen, als sie dir geben. Vergiss uns einfache Leute nicht, ja? Jetzt, da du reich und berühmt bist. Decorum, Lieutenant. Oh Mann, ich werde dich echt vermissen. Du bist inzwischen ein wichtiger Teil unseres Teams. Ohne dich wird es nicht mehr wie früher sein. Aber wenn du bei uns bleiben willst, kann ich dir Zugang zur Auftragsbörse der SysDev geben. Das heißt, falls du es noch länger auf der Vigilance aushältst. Ausgezeichnet. Freut mich, dass wir dich nicht vergrault haben. Genug geredet. Du hast eine Pause verdient und solltest das erstmal feiern. Hier ist dein Lohn, wie versprochen. Wohin es dich auch verschlägt, meine besten Wünsche begleiten dich. Okay, das ist schon mal ein ordentlicher Batzen. Damit kann man was anfangen. So, warum muss ich eigentlich mit Sam Coe sprechen? Was ist los mit Sam, ha? Aktivität. Fraktion. Beweislast. Augenzeuge. Okay, dafür gibt es keine wirkliche Reise, oder vielleicht auch? Muss man dafür auf den Schlüssel und noch mehr rumwühlen und suchen? Na gut, ich würde sagen, wir machen mal wieder ein bisschen die Hauptstory weiter. Ich habe keine Ahnung, um was es geht. No, oh, irgendwelche Spacer wollen Stress. Warum treffe ich den nicht? Scanner. Verdammt. Antriebe hochfahren. Die verschwinden.
Okay, die sind alle weg, oder wie? Boah, gern geschehen. Du bist besser als das Allerbeste. Ich weiß, das klingt zwar ziemlich unmöglich, aber irgendwie schaffst du es doch. What? Da müssen wir hin. Ah, ich brauche hier Graph. Dann jumpen wir mal los. Alpha Centauri. Ja, keine Ahnung. Worum ging es um meine Hauptstory? Richtig, Artefakte finden. Gegenwärtigen Kurs beibehalten, während wir deine Fracht scannen. So, ich bin durchgescannt. Bin ich jetzt schon wieder falsch? Mittlerweile. Alles abgeschlossen. Viel Spaß in New Atlantis. Da will ich doch gar nicht hin. Warum will mir das Spiel immer wieder Sam Coe aufschwatzen? Sam Coe, du gehst mir ultra auf die Nüsse. Nicht dein Tag heute. Bist du irre? Weißt du, wer ich bin? Hier ist Mathis Castillo. Kennst du mich noch? Und klar. Auf dem Schlüssel habe ich dir gesagt, dass du es bereuen würdest. Deinetwegen bin ich aus der Crimson Fleet geflogen. Und jetzt wird es Zeit, dir alles wegzunehmen. Bro, ich glaube, ich werde angegriffen. Dafür ist es jetzt zu spät. Ich war fast in der Crimson Fleet und hatte eine Chance auf viel Geld. Aber dann musstest du dein großes Maul aufreißen. Du hast mir alles genommen. Und jetzt werde ich es mir zurückholen. Angriff! Lasst nichts als Weltraumstaub übrig! Oh, jetzt gibt's hier noch eine Schlacht. Wow, 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 der will's hier wirklich wissen, ne? Au! So, einer weniger. Zur falschen Zeit, am falschen Ort. Ja, ich merk's. Hab ich noch was für Antrieb? Zerballert das Ding. Wir müssen das wirklich durchziehen, Alter. Oh, das wird ein Spaß. Boah, warum fahren denn meine Schilde nicht hoch? So, noch einer weg. Der letzte ist Level 18. Die Callisto-Flotte. Zielerfassung machen. So, jetzt. So gut wie erledigt. Und Ende. War es das wert? War es das am Ende wirklich wert? So, wir looten noch ein bisschen Dreck. Und dann geht's weiter. Moment, warte, Moment. Bin ich jetzt überhaupt richtig? Abbrechen. So, wo muss ich jetzt landen? Weiter ins Unbekannte. Jetzt gehen wir mal auf die Karte. Weil der wählt immer wieder aus irgendeinem Grund die Mission ab, was echt richtig hart nervt. So, hier müssen wir nämlich hin. Ist Mephaius jetzt tot, oder? Perfekte Landung! Dafür eine glatte 10.
Oder hat er sich wieder irgendwie rausgeschummelt? Die alte Pissbirne. Ich würde gerne noch ein bisschen was zwischenladen, wenn das geht. Stimmt es, dass du die Crimson Fleet mit nichts als dein... Alles wahr, ja. Ressourcen. Okay, ich habe wenigstens ein bisschen wieder was lagern kann. Sandwich vernichtet hast? Ja, ja, stimmt. Unmöglich. Du würdest gar kein Sandwich brauchen. Macht es doch, ich brauchte es. Ich brauchte nämlich... Aber in der Stadt zieht man etwas komische Blicke auf sich. Ich brauchte nämlich die Proteine. Wo bin ich denn jetzt? Was ist das da hinten? Okay, Artefakt. Gut, ich bin wieder auf Kurs. Wer zum Geier ist das? Irgendjemand landet da hinten. Irgendein großes Schiff landet da hinten. Gebäude. Machen die mir Ärger da hinten? Das finde ich so cool eigentlich, ne? Wie das alles aussieht und so. Es hat schon seine Momente, das Spiel. Aluminium. Ressourcen 2 von 4. Komm ich da hoch? Yes. Und hier gibt es eventuell möglicherweise ein weiteres Artefakt. Höhle. Na dann gehen wir mal rein in die gute Höhle. Nickel. Okay, wo soll ich hin? Da unten scheint Wasser zu sein. Schon irre, ne? Höhle auf so einem fremden Planeten. Oh no, ich glaube, ich habe meinen Cutter rausgeworfen, weil ich mir einen besseren holen wollte. Habe ich einen Cutter dabei? Wenn nicht, das wäre jetzt ein echtes Problem. Ey, heute geht ja wirklich alles schief. Ich hoffe, ich kann das Ding ohne Cutter. Eine Prüfung. Sie nehmen... What? Was war das denn? Sterben, gut. Ich habe Essenz erhalten. Nutze etwas, um das Vorkommen abzuspalten. Das ist jetzt gar nicht gut. Hat sie zufällig sowas dabei? Wie steht's um das Befinden? Ich bin noch nie davor zurückgeschreckt, meinen Teil einer schweren Last zu tragen. Das ist alles, was sie hat, ne? Sie hat gar nichts. Okay. Dass du mir zuhörst. Ich habe keinen Cutter dabei. Hm, wo bekomme ich jetzt auf die Schnelle einen her? Ja, ich habe den ausgetauscht, weil ich so voll war. Ich habe irgendwie nicht damit gerechnet, dass ich so schnell wieder in der Hauptquest drin bin. Kann ich hier eine Schnellreise machen? Dann gehen wir halt ganz kurz zu Sam. Geht das? Ah, von dem Ort aus geht das natürlich nicht. Ich muss erst aus der Höhle raus. Ja, man darf nie den Cutter ablegen. Sag nicht, ich komme hier nicht hoch. War das der Ausgang?
Fühlt sich ausgangmäßig an. Ich habe auch irgendeinen Skillpunkt bekommen für die Fähigkeiten. So, jetzt aber ganz kurz zu Sam. Dann machen wir halt die Sam-Nummer. Ich meine, geht mir ja schon die ganze Zeit auf die Nerven, will mit mir reden. Wieso auch immer. Wahrscheinlich, weil ich jetzt ein UC-Held bin. Ist damit die UC-Questline abgeschlossen? Die Stadt ist ein Sinnbild für die United Colonies. Was? Die Loge. Ich finde es sehr beruhigend, dass hier vermutlich niemand versuchen wird, uns zu töten. Ich muss über die Sternenblüter sprechen. Du hast doch kurz Zeit, oder? Nicht wirklich, aber lass machen. Oder? Wie können wir nicht den Rest unseres Lebens davon reden? Es könnte eine neue Ära für die Menschheit sein. Oder es ist ein aufwendiger Streich, oder es gibt eine andere simple Erklärung. Sie waren definitiv ungewöhnlich, aber Aliens wirken so unmenschlich. Ich habe einfach so viele Fragen. Wir brauchen einfach mehr Daten. Es muss einen Weg geben, sie rauszulocken und herauszufinden, woher sie kommen. Wir wissen nicht viel über sie, aber das ist Fakt. Und es war ihnen wichtig. Das könnte ein Wendepunkt für die Menschheit sein. Oder es könnte sich eine mächtige neue Fraktion erheben. Es könnte eine Art Elite-Militär-Tech sein. Oder ein gelangweilter Fantastilliardär. Wir wissen nur, dass sie das Artefakt wollten. Dringend. Stimmt, dazu sind weitere Beobachtungen nötig. Weitere Begegnungen mit ihnen. Und wer weiß, vielleicht sehen wir sie nie wieder. Ich hätte mit Barrett flirten können. Ich bin schon an dem Punkt, dass wir flirten. Sam! Ich bin eigentlich nur wegen dir hier, also wo bist du, du alter Lausbub? Sam Coe, nicht Sam Coe? Auch nicht Sam Coe? Sam? Sarah! Die habe ich auch schon lange nicht mehr gequatscht. Sam, da bist du ja. Die Galaxie ist zu groß, um immer am selben Fleck zu bleiben. Manchmal erzählen die alten Hasen spät nachts in der Kneipe Geschichten. Von unerklärlichen Dingen, die sie erlebt haben. Geistergeschichten im Grunde. Ich habe schon einmal von Dingen wie den Sternblütern gehört. Aber sie sind real. Aber wenn man jahrhundertelang das All erkundet, kann man sich einreden, man hätte alles durchschaut und verstanden, was nicht stimmt. Die offensichtliche Frage ist also, was zur Hölle sind sie? Es denken sicher alle, sie wären Aliens, aber wenn nicht, ihre Schiffe waren unglaublich, aber es waren Schiffe. Mit Antrieb und Waffen und sogar einem Grafantrieb, meine ich. Wenn es wirklich Aliens wären, müssten sie doch alienmäßiger aussehen, oder? Es könnte auch geheime Freestar, Varun oder UC-Technologie sein. Aber ich weiß nicht. Ganz genau. Ich habe noch eine völlig ins Blaue geratene Theorie. Sie stammen von außerhalb der uns bekannten Systeme. Okay, Hypothese. Vor Jahrhunderten spielen ein paar verrückte Wissenschaftler Siedler. Aber sie fliegen viel, viel weiter als jeder andere vor ihnen. Da feiern die Glückspilze dann ein paar Durchbrüche und ihre Wissenschaft entwickelt sich rasant. Sie kommen schneller weiter als je zuvor und werden Sternblüter. Wenn ich recht habe, schuldest du mir ein Steak. Wie dem auch sei, wir sind nicht allein. Und das ist aufregend und angsteinflößend. Es könnten wirklich irgendwelche anderen Menschen sein, die sich abgekapselt haben und ja, ne? Gibt's hier zufällig ein Erntewerkzeug? Oder muss ich erst in die Stadt latschen? Wirklich? Hier in der Loge gibt's sowas nicht? Hätte mir das vorstellen können, dass das jemand besitzt. Okay, ich muss zu einem Händler.
Oh Gott, Händler zu finden ist so verdammt schwierig. Ich finde immer noch, es hätte eine Karte geben müssen von den Städten. Es hätte so vieles so viel leichter gemacht. Ich wollte nochmal ganz kurz hier zum Mast. Mal gucken, ob es da irgendwie weitergeht, missionsmäßig. Weil die Kohle war doch noch lange nicht alles. Captain, hier drüben. Was? Wer hat das gesagt? Die Daten liegen dem Kabinett vor. Sie werden uns benachrichtigen, sobald sie sich alles genau angesehen haben. Aber hör zu. Ich hätte dir nicht so lange vorenthalten sollen, wer ich bin. Also, um hier für volle Transparenz zu sorgen. Du solltest noch etwas wissen, bevor wir da hochgehen. Meine Beziehung zu den UC ist komplizierter, als es auf den ersten Blick aussieht. Die UC sind der einzige Grund, warum ich überhaupt hier bin. Ich bin ein Klon. Von einem gewissen François Sanon. Ehemaliger Flottenadmiral der UC im Koloniekrieg. Ehemaliger Leiter der UC Navy. Auch genannt Ve Victis. Bedeutet Wehe den Besiegten auf Erdzeitlatein. Ein verdienter Titel. Ich war Teil eines Programms, durch das die UC aus einem ihrer besten Taktiker eine neue Generation von militärischen Planern erschaffen wollten. Die Führung des UC-Militärs über Generationen hinweg sichern. Dazu komme ich noch. Mein Original, mein Vater, wurde für seine Taten während des Kriegs hingerichtet. Er hatte für viele Tote gesorgt, auf beiden Seiten. Freestar Collective und UC. Militär und Zivilisten. Seine Taten sind einer der Gründe, warum die UC und das Freestar Collective heutzutage nicht gerade gut aufeinander zu sprechen sind. Meine Anwesenheit hier könnte zu einem Hindernis in dieser Sache werden. Ich dachte, das solltest du wissen. Danke, das weiß ich zu schätzen. Aber ich dachte, du solltest es wissen. Nach allem, was du schon getan hast. Wo wir gerade einen Augenblick haben, sollten wir sonst noch etwas besprechen? Diese ganze Sache muss dich doch ziemlich überrumpelt haben. Oder wenn du noch etwas zu erledigen hast, dann könntest du das jetzt tun. Es ist schwer zu sagen, wie lange das Kabinett uns warten lassen wird. Ach du, ich stolper hier von einem Ding zum nächsten. Dass ich beim Wälzen all dieser Daten meine armen Augen überanstrenge? Das Terramorph-Projekt hatte nicht die geringste Aussicht auf Erfolg. Das sind tödliche Kreaturen, aber keine Xenowaffen. Das Archiv nicht zu öffnen, wäre wahrscheinlich wesentlich riskanter, als uns Zugang zu gewähren. Die Daten selbst sind völlig harmlos, was wir vermutlich erwähnen sollten, falls sich die Gelegenheit dazu ergibt. Vielleicht wäre es gar keine so schlechte Idee zu erwähnen, dass das Terramorph-Projekt, nun ja, ein Fehlschlag war. Unsere Daten können nicht als Waffe missbraucht werden. Dieses Wissen sollte die Sorgen des Kabinetts mindern und es uns leichter machen, möglichen Argwohn seitens der anderen Fraktionen zu zerstreuen. Wir haben nicht viel Zeit miteinander verbracht. Als Flottenadmiral hatte er keine Zeit für Kinder. Ich wurde von Pflegeeltern großgezogen. Doch bis zu seiner Niederlage im Koloniekrieg galt er als extrem effektiver Commander. Gerissen, scharfsinnig. Sein Verstand öffnete ihm viele Türen. Und mir auch. Aber Ve Victis war nicht nur brillant, sondern auch herzlos. Skrupellos. Und das kostete ihn letztendlich das Leben. Das ist ein Souvenir von meiner Zeit auf dem Mars. Meine Einheit, die Red Devils, wurde von Rekruten gegründet, die in den tiefsten Minen des Mars gearbeitet hatten. Leidensfähige Leute. Der Staub in diesen Tiefen kriecht einfach in alles. Sogar in das menschliche Auge. So ist der Name Red Devils entstanden. Es wurde zu einem ungeschriebenen Gesetz, dass jeder, der bei den Devils mitmachen wollte, vorher in den Minen gearbeitet haben musste.
Über die Devils wurde während meiner Ausbildung so ehrfürchtig gesprochen, dass ich mich beworben habe, sobald ich alt genug war. Und die Augen waren mein Abschiedsgeschenk. Dann ist es wohl nur eine Frage der... Die Kabinettssitzung beginnt in Kürze. Alle Parteien werden in den Kabinettssaal gebeten. Es ist wohl soweit. Es geht los. Okay, müssen wir da hoch und dann mit dem Aufzug runter? Oder wie läuft das hier? Ah, hier, Kabinettssaal. Let's do it. Ich habe die falsche Mission, weil ich hier irgendwie von Mission zu Mission springe. What? Nein, 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 nein. Ich will die einfach nur auswählen. Einfach nur auswählen. Alles gut. So. Gut, UC ist noch nicht durch. UC ist echt ein großer Brocken. Ah, willkommen. Du musst der Captain aus Hadrians Bericht sein. Wir schätzen sehr, dass du für diese Informationen solche Gefahren auf dich genommen hast. Aber natürlich. In der Tat. Und genau wie dringend werden wir hoffentlich heute ermitteln. Nun dann. Diese beiden Antragsteller haben eine überraschende Bitte. Zugang zu den Terrormorph-Daten der Xeno-Kriegsführungseinheit, der UC im Sperrvertrag-Archiv. Dieser Antrag muss nicht nur von diesem Kabinett, sondern von allen drei Vertragsparteien gebilligt werden. Den UC, dem Freestar Collective und Haus Varun. Nun, Captain, wir haben alle Hadrians Bericht gelesen, doch deine Perspektive fehlt uns noch. Vielleicht könntest du für das Kabinett zusammenfassen, was du als Ziel dieser Unternehmung siehst. Ich, das ist vielleicht ein bisschen zu wild. Okay, ich nehme das erst. Das klingt irgendwie vernünftig. Für ein fundiertes Urteil brauchen wir mehr Daten. Das sollte unbedingt bedacht werden. Allerdings sollten wir auch die Natur der benötigten Daten in Betracht ziehen. Madam, ich halte diese gesamte Diskussion für gegenstandslos. Niemand würde behaupten, dass der Vorfall auf Tau Ceti keine schreckliche Tragödie war. Doch Terrormorph-Angriffe sind alles andere als eine neue Bedrohung. Sie finden schon seit Generationen statt. Versiegelte Archivdaten offenzulegen und das Gleichgewicht des galaktischen Friedens aufgrund eines einzelnen Angriffs zu gefährden. Das ist bestenfalls eine Überreaktion und schlimmstenfalls ein Übergriff der Tochter eines blutrünstigen Kriegstreibers. Ich möchte den Minister daran erinnern, wer hier vor ihm steht. Zur Kommunikation mit meinem Vater im Jenseits wäre ein Medium nötig. Wie viele müssen sterben, ehe das Kabinett bereit ist zu handeln? 50? 50.000? Denn wenn Tragödien wie die von Tau Ceti nur ein Vorgeschmack sind, dann wird es sicher bald genug Todesopfer geben. Lasst uns sachlich bleiben, ja? Es steht außer Frage, dass die Erhaltung des Lebens die höchste Pflicht dieser Institution darstellt. Aber Minister Yassin hat recht. Wird ein einziger Angriff ausreichen, um die anderen Fraktionen zur Freigabe von Daten zu bewegen, die sie zweifelsohne für bedrohlich halten? Ich bezweifle das sehr. Vielleicht kannst du helfen, Captain. Du hast die fragliche Probe beschafft. Ist dir an diesem Terrormorph etwas besonders Alarmierendes aufgefallen? Du glaubst dir also auch aufs Wort. Verstehe. So scheint es. Nun denn, Captain, basierend auf dieser Diskussion und den dir bekannten Informationen, würdest du an unserer Stelle dem Antrag zur Öffnung des Archivs zustimmen? Welche Risiken auch existieren, diese unmittelbare Bedrohung überwiegt. Die Zustimmung sollte erteilt werden. Das sehe ich auch so. Ich auch. Nun, ich nicht. Nichts, was hier gesagt wurde, lässt sofortiges Handeln nötig erscheinen. Ich werde den galaktischen Frieden nicht für eine Eingebung riskieren. Eine gute Einschätzung, Minister.
Die Daten, die heute präsentiert wurden, sind durchaus bedenklich, reichen aber nicht aus, um eine Reaktion von diesem Ausmaß zu rechtfertigen. Vielleicht könnten wir... Was war das? Achtung! Achtung! Unerwarteter Vorfall. Die Anlage wird abgeriegelt. Ein Vorfall? Chief Sarkin, was geht hier vor? Es gab einen Angriff. Am Raumhafen. Terrormorphs. Terrormorphs? Mehr Angriffe? Wie vorhergesagt. Meine Güte. Oh nein. Es muss eine andere Erklärung geben. Die Kreaturen sind unseren Scannern entgangen. Für wilde Mutmaßungen werden wir später Zeit haben. Chief Sarkin, lass den Raumhafen evakuieren und deine Truppen die Kreaturen in Schach halten. Aber diskret. Wir können keine stadtweite Panik gebrauchen. Jawohl, Ma'am. Admiral Logan, können die Kasernen vor Ort helfen? Ich selbst übernehme den Befehl. Aber es wird eine Weile dauern, ehe die nächststationierte Antixena-Truppe hier landen kann. Dann müssen wir das Beste aus dem machen, was wir haben. Ihr zwei, diese Kreaturen dürfen den Raumhafen auf keinen Fall verlassen. Ich will euch schleunigst vor Ort haben. Wir geben Bescheid, dass ihr kommt. Und dass ihr mit den Dingern Erfahrung habt. Zeigt ihnen, wie es gemacht wird. Schon dabei, Ma'am. Captain, ich folge dir. Lass uns keine Zeit verlieren. Ach, jetzt auf einmal bin ich gut genug, ha? Jetzt auf einmal bin ich wieder gut genug. Wenn es darum geht, irgendwelches Leben auszupusten, dann bin ich wieder der große Held. Was soll denn das hier? Wer rempelt mich hier blöd von der Seite an? Ich bin Kriegsheld. Tja, wenn man nicht hören will... Das EM-Gewehr. Was ist das denn? Stopp! Wir wollen dir helfen! Und jetzt volle Power, Feuer frei! Bitte. Ich kann nicht aufhören! Was soll das denn? EM-Feuer, Captain! Ach so, da gibt's einen Unterschied. Ich hab gedacht, das ist nur effektiver. Ja gut, ja, ich... Wo ist das EM? Ja. Beruhig dich, Bürger. Mach noch ein bisschen drauf, EM. Okay, Lichter. Willst du? Oh. Ah. Haben sich alle beruhigt? Gott sei Dank bist du aufgetaucht. Schade, dass es so weit kommen musste. Ja, was zur Hölle war da bitte los, Captain? Es gibt keine Entschuldigung für tödliche Gewalt. Also, da war und ihr und, jo. Das hilft den Opfern herzlich wenig. Eine Krise ist kein Freibrief, deine Moral zu vergessen. Also, Officer, wie die Leute sich benehmen, das habe ich schon einmal gesehen. Sie standen unter dem Einfluss des Terrormorphs, oder? Ich weiß es nicht. Sie waren unten im Hafen und haben einfach geschrien. Wir wollten sie zurückhalten, sie in den Zug befördern, wo sie sicher sind. Aber manche von den anderen Officers, wir konnten sie nicht zurückhalten. Sie haben einfach auf uns gefeuert. Unsere Kollegen. Sie sind Amok gelaufen. Pheromonprojektion. Manche Terrormorphs können einen Nebel erzeugen. Er wirkt sich auf jeden anders aus. Aber manche Menschen verlieren die Kontrolle. Greifen alle um sich herum an, obwohl sie nicht wollen. Wie ferngesteuert. Wenn man den Morph tötet, durchbricht man die Bindung. Aber das heißt, wir müssen aufpassen, wohin wir feuern. Und die EM-Waffe griffbereit halten. Gehen wir's an. Die Net ist offen. Bitte, tu alles, um ihnen zu helfen. Ja, es war ein kleiner Unfall, okay? Ich wusste nicht, dass Terrormorphs sowas Krasses können. Das sind ja ultra heftig. Ja, direkt den Morph irgendwie wegbomben, das ist wohl das Beste, was wir tun können. Meine Güte, keine Zeit verlieren, Captain! Weg mit der EM, wir brauchen Feuerkraft! Los! Ach, jetzt auf einmal weg mit der EM, ne?
So. Seid ihr die Verstärkung? Wir sind die Los, Verstärkung. Tötet das Ding! Komm aus dem Weg hier, Bubi. Ah, guckst du blöd, ha? Mit meiner Brutzel Super Legendary Ultra Waffe hau ich hier so auf die Fresse, dass ich weiß, wo hinten und vorne ist, du kleiner Knilch. Du kleiner Morph. Kann ich mal aufstehen? Alter, gibt dir Erfahrungspunkte. Wow. Man darf nichts Nützliches zurücklassen. Seid ihr unsere Experten? Ja. Die letzten Kreaturen sind auf dem Landeplatz eingekesselt, aber unsere Reihen bröckeln gewaltig. Angeblich habt ihr das schon mal gemacht. Ich kann einen Trupp stellen und was auch immer ihr an Ressourcen braucht, aber wir dürfen niemanden mehr an sie verlieren. Erledige diese Dinge. Schnell. Wir halten die Stellung, so gut wir können. Na dann, let's go. Sprich mit dem Trupp. Ich musste das tun, sonst wären wir draufgegangen. Ein Glück, dass diese Marines da waren. Sonst hätte es übel ausgesehen. Das stand nicht in den Unterlagen. Okay, warte mal. Ach, hier ist noch einer. Hab gehört, dass ihr Verstärkung gebrauchen könntet. Wir sind bereit, wenn ihr Rückendeckung braucht. Habt ihr zwei schon Erfahrung mit Terromorphs? Nur das, was uns auf dem Weg hierher gesagt wurde. Aber mit Druck können wir umgehen. Es geht nicht darum, nur einen kühlen Kopf zu bewahren. Wir reden hier von einem psychischen Angriff, der euch selbst zur Gefahr machen kann. Wir sind keine UC Security. Macht dir keine Sorgen. Roger, wir decken euch. Niemand will uns herausfordern. Na dann, let's go. Ja, die Waffe, die bämst so rein. Level 24, der ist ja richtig süß. Oh Scheiße! Captain! Alles wird gut! Das ist nicht echt! Was immer du gerade erlebst, das ist nicht real! Oh, wir müssen diesen Morph erledigen! Ist schon tot. Er hat Gewürze dabei gehabt, der alte Morph. Keine Sorge, ich habe eine stabile Psyche. Na, er schlummert ja. Süß. Alter, die Bombe ist so heftig. Was ist das für eine Art von Waffe, eine Energiewaffe, ne? Muss ich mal ein paar Skills reinbuttern. Ziel getötet. Gute Arbeit, Captain. Der Rest der Stadt ist sicher. Dank uns. Was ist das denn für eine... Laser ist es nicht. Teilchenstrahlwaffe, glaube ich, ist das hier, ne? Ach, ich nehme auch mal Laser mit. Verkrüppeln. Oh, nehmen wir auch mal mit. Du hast dir eine gewaltige Belohnung verdient. Oh ja, die habe ich. Ich hoffe, ich werde jetzt hier ernst genommen und bin nun offiziell der Held der Stadt. Wollten wir nicht eigentlich die Hauptstory machen und uns einfach nur so einen Cutter holen? Okay, eben gerade ist einfach so das Spiel abgeschmiert. Ich hoffe, jetzt schmiert es nicht wieder ab, aber es sieht ganz gut aus. Einfach unglaublich. Es war keine Untertreibung, dass ihr zwei euch auskennt. Da hat uns das Universum wirklich die richtigen Leute geschickt. Fühlt sich aber nicht so an. Ich will mir nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn ihr nicht hier gewesen wärt. Ich bin nur froh, dass wir helfen konnten. Captain, wir sollten Bericht erstatten und der Präsidentin melden, dass die Terromorphs erledigt sind. Halt die Ohren steif, Sergeant. Eigentlich kamen die Terromorphs doch genau richtig, weil jetzt glauben sie uns hundertprozentig. Jetzt haben sie ja gar keine andere Wahl, ne? Aber wie krass die Viecher sind. Es gelten weiterhin Sicherheitsvorkehrungen. Bis zur endgültigen Entwarnung bitte in den Häusern bleiben. Jetzt werden sie uns anhören. 110.000-prozentig. Ab ins Kabinett.
zu hören. Danke, Gentlemen. Teilt den Truppen mit, wie tief wir in ihrer Schuld stehen. Diese Captain, Kreaturen haben Hadrian, getötet. Wie es scheint, das schuldet das Kabinett dir nicht nur Dank für deine Taten heute, sondern auch eine Entschuldigung. Deine Befürchtungen wegen der Terrormorphs waren offenbar mehr als begründet. Danke, Ma'am. Ich wünschte nur, wir hätten schneller handeln können. Nach den heutigen Ereignissen hat das Kabinett beschlossen, sein Urteil zu überdenken. Wir unterstützen nun euren Antrag zur Freigabe der Terrormorph-Daten aus dem Archiv. Sowie weiterführende Ermittlungen in die Umstände hinter diesen Angriffen. Aber um diese Ziele zu erreichen, brauchen wir die richtigen Leute an den richtigen Orten. Dementsprechend hat das Kabinett mich ermächtigt, dich mit sofortiger Wirkung wieder in den Rang eines Majors einzusetzen, Hadrian. Du solltest mit Hilfe der Daten untersuchen, wie es zu den Angriffen kam und wie wir sie stoppen können. Bist du dazu bereit? Ich... Ja, Ma'am. Es wäre mir eine Ehre. Ausgezeichnet. Aber wie ihr beide bereits betont habt, werden wir für eine solche Untersuchung erst einmal die volle Unterstützung des Freestar Collective und Haus Varun brauchen. Eine Person, die ganz genau weiß, welche Gefahren auf die Colonies und den Rest der Galaxie zukommen. Dem Kabinett schwebt eine bestimmte Person vor. Du, Captain. Tun wir. Im Gegenzug sind wir bereit, nach Erhalt der Daten deine Einbürgerung zu beschleunigen. Also, hilfst du uns? Ja, Logo. Das höre ich gern. Natürlich musst du diese Aufgabe nicht ganz allein bewältigen. Vizeministerin McIntyre vom Amt für interstellare Angelegenheiten wird dir helfen, Zugang zum Archiv zu erhalten. Du solltest sie in ihrem Büro antreffen, direkt gegenüber. Im Namen der gesamten United Colonies sprechen wir dir unseren Dank aus. Das ist alles. Das ist alles. Mehr kriegst du nicht. Ja, geil. Ich werde mit Chefingenieurin Kulkarni sprechen. Wir sollten einen Plan für die Daten ausarbeiten. So, wie es weitergeht. Hallo. In der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren, beim nächsten Mal wieder am Schlüssel sein. Auf Wiedersehen und tschüss.